Und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich sollte eigentlich gar keine gute Laune mehr haben, weil ich jetzt fast eine Stunde dumm rumgemacht habe und hoffentlich es jetzt endlich mal geschafft habe, dass dieses scheiß Mikrofon erkannt wird. Ich habe einen leichten Rappel gerade. Ja, ich wollte euch das nur kurz zeigen. Ich habe jetzt hier alles umgebaut, habe die vier neuen Kisten auch noch hier hingestellt. Hier links, das sind die Lager, wo, also hier vorne die zwei, wo Fische reinkommen. Hier, wo alles Nahrungsmittel drin sind. Hier sind alles Blumen drin. Und hier sind aktuell noch die restlichen Sachen drin. Also viel Platz habe ich hier nicht mehr. Das mit der Rohkost, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge, meine ich, mitbekommen. Dass da was schiefgelaufen ist. Eigentlich wollte ich das ja herstellen mit... Ach so, eine Sache habe ich auch noch rausgefunden. Herstellen mit... ich weiß nicht mal, was es jetzt gewesen ist. Gemüseplatte oder sowas. Was auch mit einmal Gemüse hergestellt werden sollte. Aber irgendwie hat er das nicht so richtig angenommen. Ja, hier das Haus erweitern. Wenn ich jetzt da drauf klicke, das ist mir aufgefallen. Klar, dann können wir natürlich auf Erweitern gehen. Dann können wir ja alles schön erweitern. Wir können Stockwerke hinzufügen und so weiter. Aber wenn wir auf das Haus erweitern gehen und auf die zweite Etage klicken, dann kommen wir tatsächlich auch hier auf die zweite Etage. Und dann haben wir hier oben die leeren Räume. Also, weil ich die ja schon gekauft habe hier. Das wollte ich euch noch eben am Rande zeigen. Ja, weil ich das selber nicht so ganz gecheckt hatte beim letzten Mal. Es ist leider sehr, sehr dunkel. Ja, ist ja gut. Jetzt steht ihr alle hier, oder was? Hallöchen. Darf ich dich auch streicheln? Nee, annähern. Jetzt habe ich ein Problem. Ich glaube, das sind nämlich Äpfel, die der eigentlich haben will. Ich gebe ihm das jetzt erstmal. Aber er hat trotzdem... Sehr schön, dass ich jetzt hier... Er hat trotzdem es angenommen... Ach so, Moment, halt. Ah, ich habe doch draußen Apfelbäume. Wenn der jetzt nicht direkt abhaut, wahrscheinlich ist er jetzt schon weg. Ne, er ist noch da links. Lass mich mal kurz hier hin. Drei Äpfel. Ja, annähern. Ich habe mich nämlich mal schlau gemacht, weil ich die Schnauze voll hatte. Und hatte so eine Idee. Und die Idee ist richtig. Aber da steht immer noch annähern. Ich weiß nicht, ob man die Tiere jetzt mehrfach füttern muss. Es ist auf jeden Fall ein anderes. Wir geben ihnen jetzt nochmal einen Apfel. Mehr haben wir ja jetzt eh nicht mehr. Aber wir müssen immer noch annähern. Wir können hier nicht wie bei dem anderen streicheln. Ich verstehe es noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Aber es gibt jetzt bei mir auf der Seite, habe ich eine kleine Änderung gemacht. Also bei dem Blog-Eintrag. Da gibt es jetzt eine Übersicht, welche Lieblingsspeise sozusagen, ich hole noch mal ein paar neue Äpfel vorsichtshalber, welche Lieblingsspeise zu welchem Tier gehört. Ja, und schon ist Mickey natürlich auch wieder unterwegs. Ich würde sagen, wir nehmen auch Bananen mit, wobei Bananen, glaube ich, waren jetzt gar nicht als Speise drin. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe euch ja versprochen, da wir hier mit der sonnigen Ebene irgendwie überhaupt nicht weiterkommen, ich ja schon in der letzten Folge gesagt habe, ich befürchte, das hat mit dem Haussymbol hier zu tun. Und ich vermute, dass wir da die verbesserte Spitzhacke für brauchen. Die erhalten wir mit Merlin Stufe 10, den wir ja schon lange haben. Merlin Stufe 10, der soll uns dann eine Quest geben. Das große Problem bei der ganzen Sache ist, wir haben den ja schon lange auf 10, aber er gibt uns diese Quest nicht. Da steht aber halt was auch drin, von wegen, dass wir Donald noch brauchen und so. Ich habe immer noch absolut keine Ahnung, wo wir Donald herbekommen. Deswegen habe ich jetzt erstmal meinen großen Traum von der verbesserten Spitzhacke auf Eis gelegt und mache jetzt das, was ich jetzt eigentlich schon seit ein paar Folgen gesagt habe. Nämlich sprechen wir jetzt mit Christoph. Hallo. Hi. Ist jemand hier? Ah. Moment, da ist jemand. Juhu. Entschuldige, ich habe mich zu lange in diesem Wald verlaufen. Der hat doch, ich meine, ich höre ja nicht viel so, und hu, aber das hört sich an wie die Synchronstimme aus dem Guardians of the Galaxy, da den Typen. Ich habe mich zu lange in diesen Wald verlaufen. Bist du alleine hier? Was hast du im Wald gemacht? Ja, was hast du im Wald gemacht? Nein,
Dein Ernst jetzt? Nun, Donald Duck und ich haben das Tal nach etwas durchsucht, das uns im Kampf gegen die Nachtdornen und gegen das Vergessen helfen könnte. Aber ich habe ihn irgendwie verloren. Oder vielleicht hat er mich verloren. Wie kann man Donald Duck verlieren? Es ist einfacher, als du denkst. Wir waren im Wald der Tapferkeit, als die Nachtdornen uns den Weg versperrten. Und da haben wir gesehen, wie ein dunkles Wesen die Kugel des Mutes von der Säule des Waldes entfernte. Dunkles Wesen? Das muss das Vergessen gewesen sein. Ursula hat mich davor gewarnt. Ich habe noch nie von ihm gehört. Aber wer auch immer es war, er schien nicht freundlich zu sein. Aus heiterem Himmel hat es einfach einen Durchgang geöffnet und ist hindurchgegangen. Durch das dunkle Portal dort drüben. Dann rannte Donald durch das Portal und verfolgte das dunkle Wesen. Das war mutig und töricht. Ich würde jetzt mal für mich persönlich sagen, typisch Donald Duck, immerhin Schwierigkeiten. Ich sage jetzt mal einfach, das war mutig. Mutig? Vielleicht. Töricht? Auf jeden Fall. Ich wollte ihm folgen, aber er sagte mir, ich solle hier bleiben und ihm den Rücken frei halten. Ich wollte ihm widersprechen, aber einen Streit mit Donald Duck kann man einfach nicht gewinnen. Das war das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe. Es ist schon so lange her. Ich hoffe, es geht ihm gut. Hey, da du es geschafft hast, die Dornen zu entfernen, um mich zu finden, bist du vielleicht mächtig genug, um durch das Portal zu gehen und ihn zu retten. Ja, ich würde gerne wissen, ob er zu viel Angst hat, es selber zu tun, aber ich sag mal, keine Angst, ich bin schon dran. Wow, ich wünschte, du wärst schon vor langer Zeit ins Tal gekommen. Du hast etwas Besonderes an dir. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass du das schaffst. Geh einfach durch das Portal und keine Sorge, ich werde auf dich warten, wenn du zurückkommst. Bis bald. Ich habe was Besonderes an mir. So, vergiss deine Anna. Aber oh, hey. Nein, ich habe nur ich wollte doch nur mal eben... Oh. Obwohl, mal kurz mit ihm sprechen kann ich auch. Bedrückt dich irgendwas? Gameplayerin, einige Leute finden es seltsam, dass ich so viel Zeit im Wald verbringe. Du auch? Nö, wieso? Überhaupt nicht. Gut zu wissen. Der Wald ist einfach, woran ich gewöhnt bin. Dort ist alles so unkompliziert. Nur Sven und ich, die Bäume, die Vögel. Hier kann ein Kerl wirklich nachdenken, weißt du? Dort bist du aufgewachsen, oder? Ja, klar. Er ist ja bei diesen Trollen, ist er ja aufgewachsen. Ja, im Wald und im Tal der Trolle. Ich schätze, deshalb fühle ich mich dort zu Hause. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich habe dich auch nur aus Versehen angeklickt. Das Portal hier, oder? Oh Gott. Oh mein Gott. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass wir nicht zurückkommen. Achso, wir stehen hier hinter. Was ist das? Ich glaube, ich habe jetzt einen Scherber aufgehoben, oder? Nee, Moment. Donalds Feder. Oh, die Ente ist gerupft worden. Wo ist er denn? Das ist alles so klein hier. Hallo, Donald. Einmal aufheben. Okay. Moment. Wieso ist jetzt... Hallo, wieso ist das gerade weggegangen? Zeige Christoph... Achso, was du gefunden hast. Okay, dann brauchen wir ja gar nichts mehr zu machen. Dann braucht man nur die Feder. Oh, hey. Das sieht nach einer von Donalds Federn aus. Ich hoffe, dass ihm nichts passiert ist. Der finstere Hain ist voller Nebel. Das Portal führt in einen finsteren Hain. Ein finsterer Hain? Das hört sich wie der Wald des Tals an. Allerdings dunkler. Was könnte es sein? Ja, der finstere Hain ist voller Nebel. Okay, du kannst nicht durch den dichten Nebel gehen, ohne etwas, das dich zu Donald führt. Es ist zu gefährlich. Du wirst dich verirren, glaub mir. Das habe ich auch schon erlebt. Wie können wir dann Donald helfen? Du solltest die Feder zu Merlin bringen. Vielleicht kennt er einen Zauber, der dir hilft, Donald im finsteren Tal zu helfen. Wiedersehen. Boah, Christoph, ganz ehrlich, ich schlag dich irgendwann. Die ganze Zeit habe ich mir gedacht, warum... Nee, da wollte ich hin. Warum funktioniert das nicht?
was ich. Wo bin ich denn jetzt? Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Nein, nee. Die Richtung. Hallöchen. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Ja, das weiß ich. Es ist auch sehr spät. Es sieht nur etwas heller aus. Aber es sieht nur deswegen heller aus, weil ich umgestellt habe. Allerdings ist es die ganze Zeit so verregnet. Also ist es eigentlich auch nicht wirklich besser. Nicht verraten, Gameplayerin. Ich bin doch ein Wahrsager. Ich weiß, was du mir zu sagen hast. Oh, meine Erinnerungen an die Zukunft sind heute etwas undeutlich. Sag es mir bitte. Ich habe Christoph im Wald gefunden. Aber ich... Christoph? Ja, ja. Ist das nicht der Junge, der Flöte spielt? Oder war es ein Glockenspiel? Eine Laute. Ja, Laute. Ich dachte, er hätte das Dorf nach dem Vergessen verlassen, wie alle anderen auch. Es muss einen Grund geben, warum er geblieben ist. Ja, Donald Duck ist durch ein dunkles Portal gegangen. Oh je, Donald hat ein Portal gefunden. Vielleicht ist es ein Tor zu einer anderen Welt. Und der finstere Hain ist voller Nebel. Könnte dieses Portal zum selben Ort führen wie das, was du am Strand gesehen hast? So viele Fragen. Aber wir müssen uns beeilen. Donald könnte in Gefahr sein. Wir müssen einen Weg finden, ihn zu finden. Ich suche nach einer Möglichkeit, um Donald zu finden. Nun, es gibt nur einen Weg, um ihn zu finden. Wir brauchen einen Ortungszauber, der in diesem finsteren Heim funktioniert. Du brauchst ein paar Smaragde, eine Pflanze aus dem finsteren Heim und ein paar Traubenscherben. Ich bin sicher, du wirst einen Weg finden, alles zu sammeln. Ich hoffe, ich habe schon alles. Wenn du bereit bist, bringe sie zu mir. Ich lüpfe meinen Hut. Lüpf du mal deinen Hut. Obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Mhm. Also, die Feder haben wir, Traubenscherben haben wir, ja, lauf weiter. Traubenscherben haben wir vorhin schon eine gesammelt, aber wir müssen noch ein paar holen. Da. Smaragde hoffe ich inständig, dass wir genug haben. Achso, da. Smaragd. Achso, das sind die Traum. Okay. Moment, da brauchten wir jetzt 3 von, ne? Aufteilen. Also noch 3, meine ich jetzt. Insgesamt 4. Und 2 Smaragde, glaube ich, waren das. Die nehmen wir mal mit. Bringe die Zutaten. Ja, gut. Okay. Ich wollte mir gerade angucken, ob ich jetzt alles habe, aber gut. Wenn wir denn schon alles haben, dann ist alles gut. So, mal schauen. Irgendwie sieht das hier ganz böse aus. Ich weiß auch nicht, so vom Wetter her und alles. Hallöchen. Habe ich hier noch eine Möhre drin? Ich habe hier keine Möhre drin. Also Hasen soll man ja mit Möhren füttern, habe ich gelesen. Beziehungsweise nicht gelesen, aber ich habe es aufgeschrieben. Ich hab's gehört. Ich kann in die Zukunft sehen. Also ja, weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Wir geben dir erstmal alles. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Großartig, Gameplayerin. Einfach fantastisch. Sollen wir loslegen? Abracadabra und Simsalabim. Einen Fährtensucher aus Donalds Feder, ich bestimme. Das sollte klappen. Geh zurück in den finsteren Heim und folge der verzauberten Feder. Sie wird dir die richtige Richtung weisen. Ich kann auch nicht mehr lesen. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Ja, ne? Geil, oder? Okay. Och, der süße Kleine folgt mir die ganze Zeit. Das ist total niedlich. Aber irgendwie auch manchmal nervig, weil man portet sich irgendwo hin und dann zack. Will mal was machen und dann ist man ihm wieder am Streicheln. So. Christoph. Achso, mit dir brauche ich gar nicht mehr zu reden. Ich gehe direkt da rein. Ja, siehst ja, was ich mache, ne? So, ich sehe nur nicht allzu viel. Moment, Feder. Jetzt kann ich hier durch, okay.
Lalalala. Hei ho, hei ho, die Feder macht mich froh. Oh. Wohin? Da. Ja, ist ja gut. Bleibt der Weg jetzt auch so frei? Nicht, dass ich gleich nicht mehr zurückkomme. Ich wäre jetzt über die Brücke gegangen. Aber gut, da geht's auch rum. Ja, ja, komm. Donald! Altes Federviech! Oh Gott, den jetzt synchronisieren mit meiner Stimme. Na endlich! Was hast du so lange gebraucht? Es tut mir leid, aber ich kann das mit den... Kann ich jetzt gerade nicht machen. Moment! Du bist nicht Christoph. Versuchst du, die Kugel des Mutes von mir zu stehlen? Ich bin Gameplayerin. Christoph schickt mich. Ist Christoph noch im Tal? Er sollte hier sein und mir helfen. Ich bin dem dunklen Wesen gefolgt, um zu versuchen, die Kugel des Mutes zurückzubekommen. Seitdem sitze ich an diesem Ort fest. Hast du die Kugel des Mutes gefunden? Natürlich habe ich das. Ich bin dem dunklen Wesen gefolgt, aber dann habe ich mich im Nebel verirrt. Es öffnet ein weiteres Portal und ließ die Kugel fallen, als es verschwand. Ich habe sie aufgehoben, aber ich konnte den Weg zurück nicht mehr finden. Ich dachte, Christoph würde schneller Hilfe schicken. Hier, nimm du die Kugel. Du hast es bis hierher geschafft, also solltest du es auch schaffen, zurück ins Dreamlight Valley zu gehen und die Säule des Mutes mit deiner Magie zu reparieren. Was ist das für ein Ort? Keine Ahnung. Es sieht aus wie das Tal, aber viel dunkler und gruseliger. Ich habe durch die Bäume ein dunkles Schloss gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wer dort lebt. Geht's dir gut? So sehe ich... Sehe ich so aus, als ginge es mir gut. Ich irre in einen dunklen, unheimlichen Wald herum. Seit wer weiß wie lange. Entschuldige, es ist nicht deine Schuld. Aber jetzt, wo du hier bist, kannst du, geht es mir schon viel besser. Vielleicht kannst du mich hier rausholen. Lass uns von hier verschwinden. Puh, das ist alles, was ich will. Geh zurück und durch das Portal und repariere die Säule. Wenn du dich konzentrierst, wette ich, dass unsere Kraft stark genug sein wird, um mich zurück ins Tal zu bringen. Bis bald. Bis bald. Ja. Kann ich die Feder irgendwie noch mitnehmen? Ne, die bleibt jetzt hier. Na gut. Das wäre schön, wenn du auch verlassen würdest. Dann verlassen wir die Ebene. Christoph. Ach nee, mit dir muss ich gar nicht reden. Platziere die Säule. Meinen die denn hier? Ja, ne? Ja, okay. Also eigentlich konnte ich das mal unheimlich gut, den so nachzumachen. Aber jetzt durch die Erkältung bin ich ganz ehrlich, ach, jetzt sieht das auch wieder richtig schön aus hier übrigens. Das war tatsächlich, weil ich, obwohl, woher wussten die, dass ich nach Christoph ging? Das war ja vorher so schlimm schon. Nein, bleib doch mal stehen. Donald, du gerätst doch eh wieder nur in Schwierigkeiten. Bleib stehen. Blödmann, Blödente. Mann, oh Mann, ich bin wieder im Tal. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Es war ziemlich mutig, in den finsteren Heim zu gehen, um mir zu helfen. Ich wette, du hast vor nichts Angst. Machst du Witze? Ich bin ein Angsthase. Du hast recht, ich bin die Tapferste. Ich habe Angst, aber ich lasse mich deswegen nicht entmutigen. Ha! Du meinst, du hast nicht einmal Angst davor, Angst zu haben? Das ist lächerlich. Aber auch mutig. Wow, die Dinge haben sich hier wirklich verändert. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns, ja. Sicher. Aber das Dorf sieht schon viel besser aus. Du leistest großartige Arbeit. Wenn wir nur herausfinden könnten, wer das dunkle Wesen ist, könnten wir vielleicht einen Weg finden, all diese Nachtdornen loszuwerden und das Dorf für immer zu retten.
Das war Mini. Ich dachte gerade, was hat der jetzt auf einmal für eine Stimme? Ich glaube, ich weiß, wer das dunkle Wesen sein könnte. Ursula erzählte mir von einem Wesen, das sich das Vergessen nennt. Das Vergessen! Noch nie davon gehört. Aber wenn es diesen ganzen Schlamassel verursacht hat, müssen wir es aufhalten. Leichter gesagt als getan. Ich habe mich gerade daran erinnert. Als ich mich in diesen gruseligen Wald verirrte, ließ das dunkle Wesen etwas fallen. Es sieht aus wie eine Seite aus einem Tagebuch. Hier, nimm sie. Ich verstehe sie nicht. Vielleicht kannst du mehr über das dunkle Wesen herausfinden und womit wir es zu tun haben, wenn du das enträtselst. Okay. Es ist an der Zeit, meine Freunde zu besuchen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Gameplayerin. Yeah. Kann man da irgendwie, weiß ich nicht, kann man das aufstellen oder was ist das, Diego? Ja, dich nehme ich auf jeden Fall mit zur Gartenarbeit, damit ich dich ganz schnell hochleveln kann. Es tut mir leid. Ich habe ja gesagt... Nee, mit dir will ich jetzt gerade nicht plaudern. Ich möchte mit Christoph weiter plaudern. Wobei... Oh. Wo kommt Mutter Gotel jetzt auf einmal her? Merlin hat dir was zu sagen. Oh. Erziele Fortschritte bei Maui. Och Mann, ich will mit Christoph weitermachen. Okay, Donald ist hier unten. Wo ist denn jetzt Merlin schon wieder hin? Ihr wollt mich hier doch alle veräppeln. Wo drückt der sich denn jetzt schon wieder rum? Hä? Hallo, Merlin? Hä? Euer Ernst? Ist der irgendwo, wo ich nicht hinkomme, oder... Hier sind ja keine übereinander. Vajana pennt er alleine. Da ist Donald. Hä? Und Merlin ist der Einzige, den ich jetzt gar nicht sehe. Ja, toll. Was ist das denn? Geh mir mal aus dem Weg hier. Ich muss mal eben... Ah, nee, das ist das Wasser. Da muss ich rum. Hä, das verstehe ich jetzt so gar nicht. Oder ist der vielleicht in einem Schloss, aber das müsste der dann doch eigentlich anzeigen, wenn er hier oben drin wäre. Merlin ist abhanden gekommen. Oh mein Gott. Christoph können wir jetzt im Moment nicht machen. Das ist ja okay, da muss ich vorher was anders machen. Donald könnte ich machen, aber... Mal eben gucken. Donald hat eine Aufgabe. Geh und sprich mit ihm. Merlin hat eine neue Aufgabe. Geh und sprich mit ihm. Donald Duck habe ich ja freigeschaltet. Wieso kann ich das jetzt nicht machen? Und sprech mit Merlin? Wenn ich das jetzt hier drauf mache? Donald ist im Hintergrund. Merlin ist immer noch nicht da. Außerdem wollte ich die eisigen Höhlen freischalten. Moment, wie viel habe ich jetzt dafür? 9000. Also ich bin jetzt gerade völlig... Normalerweise sieht man ja... Ja, ja, Moment. Normalerweise sieht man ja tatsächlich immer alle, aber Merlin ist nicht da. Das ist dein Traum, weißt du? Nur du kannst helfen. Merlin, nein, bleib stehen. Bleib stehen. Böser Merlin. Oh, oh, hallo. Vergiss nicht, dass der Brunnen eine Quelle großer Macht ist. Benutze die Magie, die er dir verleiht, weise. Das Geheimnis der Kristalle, beginne die Aufgabe und der Fluch. Okay. Ich... Verflixt und zugenäht. Wir haben ein neues Problem. Eine Art dunkler Zauber liegt über dem großen Baum auf der Lichtung des Vertrauens. Sie ist anders als die andere dunkle Magie, mit der wir es zu tun hatten. Sie ist schwieriger und viel mächtiger.
Ich habe den Verdacht, dass sich einer der Dorfbewohner in Zaubereien eingemischt hat, die in diesen Tal nichts zu suchen haben und dass es furchtbar schief gegangen ist. Ich befürchte, nicht einmal deine mächtige Magie würde ausreichen, um den Bann zu brechen. Aber jetzt, da die Kugeln der Freundschaft, der Macht und des Mutes wieder in ihren rechtmäßigen Platz sind, weiß ich, dass ich dir diese Aufgabe anvertrauen kann. Du willst, dass ich zur Lichtung des Vertrauens gehe und versuche, die dunkle Magie vom Baum zu entfernen? Ich werde dich nicht enttäuschen. Das ist die richtige Einstellung, Gameplayerin. Sobald du kannst, geh zur Lichtung und konzentriere dich darauf, deine Magie auf den Baum anzuwenden. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Na, dich werde ich jetzt erstmal markieren. So, Lichtung des... Ach, hier, auf dem Baum. Ah. Ja, dann würde ich aber sagen, dass wir das so ein bisschen als neue Aufgabe sehen, weil das geht ja jetzt wieder alles komplett in eine neue Richtung. Und dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Untersuche den verfluchten Baum. Also irgendwie hat das aber trotzdem mit Mutter Grotel, Grotel heißt die, glaube ich, zu tun. Ich bin etwas verwirrt. Ja, dass wir dann die Sachen mit den zwei... Oh, Christoph ist auch da. Falls mit, du Hilfe brauchst, halt doch mal Maui. Die Klappe, bitte. Danke. Dass wir die Sachen mit den zwei Aufgaben von Merlin dann in der nächsten Folge sehen. Oder vielleicht auch nur eine. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert. Bis zur nächsten Folge. Ciao.